Eine Mängelrüge würde der Lieferant sicherlich erhalten. Im Ernst, 2020 hat Überraschungen gebracht, die auch schmerzlich waren. 2020 wird uns langfristig in Erinnerung bleiben. Nur mit dem Erinnern alleine ist es nicht getan. Wichtig ist, was wir daraus machen. Krisen sind auch Chancen. Das zu begreifen, zu nutzen und gestärkt daraus hervorzugehen, ist mein Anspruch. Und Verbund bringt die besten Voraussetzungen mit. Wir richten den Blick nach vorne und haben daher bereits im Sommer 2020 den Verbund X-Accelerator, unsere Energie- und Infrastruktur-Innovationsplattform, gestartet. Gemeinsam mit namhaften Partnern suchen wir Lösungen für Energie und Infrastruktur. 2020 Ausnahmejahr hin oder her, wir sind begeistert von den Ergebnissen und wir überlegen bereits, wie wir 2021 weitermachen und freuen uns auf den Output, von dem wir langfristig Ergebnisbeiträge erwarten. Die Wasserkraft ist und bleibt eine wichtige Stütze der sauberen, sicheren und leistbaren Stromversorgung. Das gilt für Verbund, aber das gilt für ganz Österreich. Bei unseren mehr als 130 Wasserkraftwerken in Österreich und Bayern setzen wir auf Erweiterungen und Effizienzsteigerungen. Wir wollen langfristig, also bis ca. 2030, unser Portfolio wirtschaftlich um Wind und Photovoltaik ergänzen. Wir streben einen Anteil dieser Erzeugungsformen von rund 20-25% an der Verbundgesamterzeugung an. Verbund sieht auch große Chancen im grünen Wasserstoff. Wir setzen auf diesen Energieträger zur Erweiterung unserer Wertschöpfungskette. Grüner Wasserstoff hat immenses Potenzial als Industrierohstoff, für Mobilitätslösungen und als Energiespeicher. Die Dekarbonisierung unserer Produktions- und Wirtschaftsprozesse wird ohne grünen Wasserstoff nicht umsetzbar sein. Langfristig gehen wir von einer Etablierung einer europäischen Wasserstoffwirtschaft aus. Wir halten trotz Krise an unserem geplanten Investitionsvolumen von rund 2 Milliarden Euro fest. Die konkreten Projekte hängen stark von den Rahmenbedingungen ab. Das Erneuerbaren-Ausbaugesetz kann ein Investitionsprogramm auslösen, das nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Konjunkturbelebung einen wichtigen Impuls setzt. Beides benötigen wir jetzt gerade sehr dringend. Verbund hat gute, teilweise bereits genehmigte Projekte, bei denen wir sofort anpacken können, wenn die Rahmenbedingungen hergestellt sind. Österreich kann sich auf Verbund verlassen. Auch in herausfordernden Zeiten sind wir ein verlässlicher Partner und leisten unseren Beitrag. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und gebe ein Versprechen ab. Verbund wird weiterhin die Energielandschaft mitgestalten und seinen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele leisten, weit über das Jahr 2021 hinaus. Dabei haben wir nicht nur die reine Stromerzeugung im Blick. Wir haben heuer gemeinsam mit Partnern das Projekt Life Riverscape Lower Inn gestartet. Am Ende dieses 25 Millionen Euro Projekts, das von der EU gefördert wird, haben wir zwar keine Kilowattstunde mehr, aber wir werden die Flusslandschaft zwischen Oberösterreich und Niederbayern zu Land und Wasser aufgewertet haben, ökologisch aufgewertet haben und eine noch bessere Vereinbarkeit unserer Wasserkraft mit Natur und Umwelt erreichen. Was wir hier tun können, das werden wir machen. Wo wir Rahmenbedingungen brauchen, werden wir das ansprechen. Es werden uns, Stichwort Innovation, auch Lösungen begegnen, von denen wir heute noch keine Vorstellung haben. Daher werden wir das innovative Umfeld im Unternehmen weiterentwickeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Verbund sind eine ganz, ganz wichtige Stütze, wie auch unsere externen Partner. Denn gemeinsam in die Zukunft zu gehen, ist viel erfolgsversprechender, als den Einzelkämpfer zu geben. Führung heißt Verantwortung übernehmen. Ich habe das in meinem bisherigen Berufsleben immer gemacht. Sie wissen, ich habe in Oberösterreich einen der großen Industriestandorte in Österreich und Europa, ein großes Standortressort, verantwortet. Da arbeitet man mit sehr vielen Unternehmen und Industriebetrieben zusammen und lernt, was diese Unternehmen brauchen und wie wichtig Rahmenbedingungen sind.
Deswegen wird das auch bei Verbund für mich so sein und ich werde gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Verantwortung übernehmen. Führung heißt nicht nur vorausgehen, Führung heißt auch ermöglichen. Mein Anspruch ist, dass jede Mitarbeiterin, dass jeder Mitarbeiter die Voraussetzungen im Unternehmen vorfindet, um seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg von Verbund zu leisten. Und dazu gehört auch in der Verantwortung eine entsprechende Demut.